alle sehr herzlich willkommen, meine geehrten Damen und Herren, zur diesjährigen Kapitalmarktkonferenz der DZ Bank. Wir wollen uns im Rahmen dieser Veranstaltung primär mit der Frage beschäftigen, wie angesichts des Niedrigzinsumfeldes und bei den regulatorischen Rahmenbedingungen noch eine auskömmliche Rendite bei überschaubarem Risiko erwirtschaftet werden kann. Schauen wir in die Zukunft. Weltweit werden die Kapazitäten, die vorhanden sind, nicht ausgelastet. Und das, obwohl wir doch nun schon einige Jahre nach der Krise eigentlich sind. Und was jetzt aber auch noch plötzlich sichtbar wird, dass die Notenbanken in so einer Liquiditätsfalle sitzen. Dann ist jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Augenblick gekommen, wo Sie die Wahl haben, für welches Forum, für welches Thema Sie sich interessieren. Hier im Forum 1, in diesem Saale, geht es mehr um bankspezifische Themen. Forum 2 beschäftigt sich dann mehr mit Fragestellungen, die institutionelle Anleger beschäftigt. Und Forum 3, ganz wichtig, das ist das gesamte Themenspektrum rund um die Covered Bonds. Die Bankenunion wird ja häufig eben mit Handlungszwängen in Verbindung gebracht. Die Banken, die mit diesem regulatorischen Umfeld zurechtkommen, werden am Ende ein höheres Standing bei der Aufsicht im Markt, bei den Ratingagenturen, bei den Analysten haben. Insofern ist darin natürlich auch eine Chance. Die Notwendigkeit, schwankende Betriebsergebnisse gering zu halten, das ist klipp und klar Aufgabe von Risikomanagement und Treasury-Steuerung. Das Thema meines heutigen Vortrags ist, welche Auswirkungen denn die Bankenunion auf die Ratings europäischer Banken haben könnte. Wir glauben, dass die großen, komplexen Banken am stärksten betroffen sind von all diesen Reformmaßnahmen. Herzlich willkommen zu unserem Panel, die Asset Allocation im Zinstal. Wenn ich mich hier umschaue im Saal, dann komme ich zu dem Eindruck, dass wir mit unserer Themenwahl den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Nur Themen, Aktien, die vor allem jetzt verdienen. Sie wird auch und sich an das beste Portfolio hält. There is so many going on in the market that 10 minutes hardly look like sufficient to just name them actually. Where did that pressure come from? And that treasury, which is behind the European cooperative banks. 55, I think, is concerned to deep monetary capital relaxation. Dass Sie um diese Zeit nach so einem langen, sicherlich spannenden, vielleicht auch anstrengenden Tag noch hierher gefunden haben, um eine Stunde das Thema IT-Sicherheit zu hören. Das bin übrigens ich hier. Schauen Sie, hier, das da. In meiner Dienstkleidung. Sie lachen, ich habe mich heute extra hübsch gemacht. Ich habe gewusst, hier, Anzug, glauben Sie nicht, normalerweise ist es so. Hier. So. Sie müssen Passwörter nicht aufschreiben, Sie müssen sie sich merken. Wie macht man das? Ich mache Folgendes, ich denke mir einen Satz aus und nehme die Anfangsbuchstaben. Das ist Ihnen und Ihrer Fantasie. Sie sind bei Zeile 2 angekommen, ich merke schon. Ne? Ja. Danke sehr. Also ich denke, ich habe ja nicht zu viel versprochen zu sagen, wenn Sie zur Veranstaltung der DZ-Bank kommen, kriegen Sie wirklich für alle Lebenslagen einen passend nützlichen Hinweis mit auf den Weg. Und nicht nur bei Asset Allocation, Regulatorik oder Covered Bonds. Kuva des Euro, Kuva des EZB-Politik, das ist ein ganz breites Thema. Deflation ist bereits heute für viele Sektoren und für viele Länder eine Realität. Der Blick auf Euro und EZB, ich glaube, da sind wir nicht alle einig, zeigt, dass wir hier unverändert einen gewaltigen Anpassungsbedarf haben. Meine These ist allerdings, dass diese Euro-Anpassungskrise auch zu verstehen ist, an manchen Stellen vor dem Hintergrund, dass die Weltwirtschaft insgesamt auf der Suche ist nach einem neuen Pfad. Ausgangspunkt ist für mich, wie kommen wir zu einem stabilen Europa mit nachhaltigem Wachstum, mit Vertrauen und mit einer Normalisierung der Geldpolitik.
Ausgangslage ist ja nochmal zum Befund. Und da ich ja kein Journalist bin wie Sie, sondern Ökonom, neige ich nicht zur Skandalisierung. Der Blick auf internationale Rankings zur Wettbewerbsposition der deutschen Wirtschaft zeigt immer, dass es zwei Argumente gibt, die herausragende der positiven Bewertung des deutschen Standorts, das ist die Infrastruktur und das ist die Rechts- und Verfahrenssicherheit. Ich denke, sind uns alle einig, wenn ich es nochmal kurz hier sagen darf, am Ende wird der nachhaltige Schlüssel darin bestehen, dass das ganze Thema eine funktionierende währungsfiskale Bankenunion mit sich bringt, vor allem Bankenunion. Es ist auch, glaube ich, Einigkeit im Raum, dass das Thema Strukturreformen notwendig sind, aber auch in Verbindung mit Wachstumsimpulsen und schließlich das Ganze über eine akkommodierende EZB- und Geldpolitik begleitet wird. Alles Gute für die Zukunft, bleiben Sie gesund und uns gewogen. Vielen Dank.